Machen wir ein bisschen gucken, dass man nicht so die Gegend sieht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Erzähl erst mal, was wir machen und wo wir sind. Ja, wir sind hier in Berlin und begehen jetzt, also nicht direkt einen Tatort, wir begehen jetzt in ein Haus von einem alten Mann, der noch lebt, aber nicht mehr so mobil ist und aber wieder in das Haus zurück will. Und das Haus muss wohl absolut unterirdisch aussehen. Also mit Sachen gesammelt, überall steht was rum. Jetzt haben sie gerade gesagt, also sie hat ihn gefragt, wo derjenige eigentlich aufs Klo gegangen ist. Und? Hat er nicht verraten. Das heißt, es wird wahrscheinlich, das wird wahrscheinlich das Härteste werden. Wir sind mit dem Tatortreiniger unterwegs. Ja, das ist zwar halt, wie gesagt, kein Tatort, aber es ist ein sehr verwahrlostes Haus. Ich kann doch Deutsch. Ja, jetzt denkst du selber drüber nach, ob es richtig ist. Ne? Ja. Und wenn jetzt mal die Einleitung machen und dann mal da reingucken, wie das da drin aussieht. Kein Bock wirklich. Ich drücke die Daumen und vor allem drücke ich mir auch die Daumen. Ja, ich drücke uns die Daumen, ja. Wir können uns später umarmen, wenn du willst. Ja, sehr gerne. Okay, na dann. Ich bin einfach froh, dass wir diese Erfahrung zusammen teilen müssen. Ja, ja, besser ist. Alleine wäre echt scheiße. Okay, na dann. Ja, tschüss. Das erste, zweite Mal machst, so geht es auch nach. Ich werde da, also ich werde damit lange zu arbeiten haben. Das ist echt, also für mich ist im Kopf übel schwer, wirklich. Ich habe da gerade übel zu kämpfen und ich weiß, dass also meine Therapeutin, die wird sich freuen, wenn ich mit so einer Story wiederkomme. Gerade weil ich eine Anpassungsstörung habe. Fast geheult oben. Dieses, da ist ein Mann, der einfach wahrscheinlich einen Buckel hat, kaum noch laufen kann, also nicht mehr aufrecht laufen kann und sich diesem Schicksal ergeben hat, dass das hier so ist, wie es ist, der geht dann gebückt, dass du quasi die Fettfinger als Fettabdrücke quasi von Menschenfett, was man halt so absondert, hier unten an der Tür halt hat, ne? nicht so hier oben, wo wir uns sitzen, man sieht halt auch, wie das von oben nach unten gewandert ist und der sich jetzt bloß nicht hier so festhält. Das heißt, der geht hier so durch die Wohnung und geht halt auch so dann in das Bad rein. Das ist in der Ecke das Klo, was halt einfach komplett voll ist. Und daneben stehen Joghurtbecher, die voll sind. Und an der anderen Ecke steht ein Eimer, der voll ist. Und dann da musst du mal versuchen, in diese Psyche reinzukommen oder in diesen Menschen. Der weiß, dass er einfach ja gar nicht mehr anders kann. Und er geht dann da rein, in dieser Bewegungshaltung und kackt dann in den Eimer. Und was ich persönlich noch viel schlimmer finde, ist jetzt auch kein Assi oder so, ne? Das ist einfach wirklich nur altersbedingt. Da oben liegt ein Diplom, der ist wahrscheinlich sogar Doktor gewesen. Ich glaube, da lag immer oben irgendwo ein Kittel. Einfach wahrscheinlich ein sehr intelligenter Mensch. Muss ja mal sehen, was das mit seiner Psyche macht. Als meine Oma kurz vor sie gestorben ist, wurde sie dement und musste von meinem Vater gepflegt werden. Und für die war das Peinlichste auf der ganzen Welt. Und dann kann ich mir auch vorstellen, warum der hier auch niemanden reingelassen hat und so keine Hilfe angenommen hat, weil klar, für den stolzer Mensch, vielleicht auch ehrbar und alles. Und dann hast du sowas? Sie ist sehr intelligent, um seine Realitäten zu schützen. Übelst crazy. Wirklich, das. Da werde ich ein paar Tage zu knobeln haben. Machen wir die Küche noch fertig. Schön mit dir. Ja.
Das ist sehr schön. Mit dir. Schön, dass wir das so. Das schweißt zusammen. Das ist schön. Das ist schön wirklich. Nee, ich geh noch in den Luft holen. Geh in die Bahnfläche. Los. Fazit, mir ist sehr warm, ich bin sehr nass. Das war eine echt krasse Erfahrung. Das Schöne ist, dass man drüber reden kann. Also auch hinterher, dass ich drüber reden kann und auch wahrscheinlich drüber reden muss, um das verarbeiten zu können. Können wir jetzt bitte gehen? Können wir jetzt bitte einfach gehen? Ja, das war's quasi mit der heutigen Making-of-Folge. Also, ob, kann ich fragen, hat euch das gefallen? Das fällt ja keinem, das ja. Egal, ey. Drückt mal den Abo-Button, macht mal einen Daumen hoch, wenn ihr das cool fandet, was wir mitgemacht haben. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video, was hoffentlich besser wird. Tschüss.